klar. Nächste Runde. Auf jeden. Jetzt muss ich erstmal hier. Ich werde natürlich schön, wie immer, am Anfang stehen bleiben. Mich. Oh nein, Ray. Don't do it. Don't do it, Ray. No. No, 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 okay, super. Bin gleich fertig. Okay. Los geht's. Jetzt können wir loslegen. Okay, kurz mal gucken, ob Zero safe ist. Ja, ist er. Gut. Bleibt erstmal gleich stehen. Oh, oh. Wer kommt mir denn hier entgegen? Maxi. Maxi McFly. Wait, what? Pflanzen, Steine, Tiere, Tiere, Pflanzen, Steine. Oh. Wieder eine richtige Glanzleistung vollbracht hier. Kalle kommt mir noch entgegen. Oh nee, come on. Come on, don't do it. Scheiße. Da ist jemand tot. Oha. Alarm. Da waren wir zu schnell mit dem Licht. Hat aber jemand Balls. Stack Kill. Nicht Peter! Okay, Peter liegt an Licht. Ja, wer war alles gerade an Licht? Mike, ich. McFly, Jay, Dadosh, Peter? Glaub also Ray und ich sind Deacon. Also. Ja, ich glaube, ich habe erst den Report-Button bekommen, als ich weiter runtergelaufen bin von den Lichtern. Also müsste der doch weiter südlich liegen. Und also ich genau kann den mal oder? Hart hinten mal so einen Stack, aber nee, der liegt am Licht. Das müsste, ich glaube, okay. Es ist Maxi oder Dadosh. Ich glaube, ich habe Maxi. Ganz kurz. Ich hatte Peter nicht getötet, ich war die ganze Zeit mit Peter 1. Wir waren Homies. Ja, ich fand Maxis Movement davor seltsam und Maxi ist gemutet. Ganz kurze Zwischenfrage. Habt ihr gesehen, dass der Kill vor euren Augen passiert ist? Ja. Nein. Ich bin gerade weggelaufen nach unten und dann sehe ich oben, wie er umkippt. Ray fragt, ob ich den weggemacht habe und dann in Dekontamination gewendet bin. Also es hätte geklappt, hat es ja auch. Nein. Das war Danke für die Nein, Ray. Das war kein Wendt. Kein Wendt. Ich habe mich extra in Richtung Wendt gestellt, damit das so aussieht. Aber perfekt. Da war nichts rausgekommen oder reingekrabbelt. Hast du gesehen oder ist er wieder im Wendt unterwegs? Ich bin immer in Vents unterwegs. Ich habe ihn bei Dekon habe ich ihn gesehen. Da ist er mir einmal kurz entgegengekommen, hat kurz umgedreht und nach mir hinterher geguckt, so ganz verliebt und dann ist er auch wieder rein weggegangen. Dann haben wir sie, McFly und Sven. Zwei Leute waren bei mir, du Wurstkorb. Ich habe eine Frage an Dalu. Die haben sogar gerade gesagt. Wen an mich? Ja, Dalu, hast du mich in Madbay getrollt? Ja, ich habe Schnelltest gemacht. Okay. Also, dann Stäbchen im Rachen. Ich dachte, da noch mal. Moment, aber können wir bitte darüber reden, dass es ein Stackkill war? Wir waren fünf Leute da. Ja, Jay McFly, Mike. Dadosh, Maxi, ja. Ich glaube, Maxi also war's. Für mich war es halt Dadosh, weil er plötzlich links stand vom Stack. Nee. Ich glaube, Mike und Dadosh. Aber wenn ich links vom Stack stand, dann habe ich. Dann, das war doch direkt am Mitte. Ja, ich bin der Meinung, du hast halt einen Sprung gemacht, aber das kann auch. Können wir bitte nochmal einmal für mich die Leute nennen? Maxi, Dadosh, du und ich. Und du warst es nicht, Jay. Ich bin mir relativ sicher, es ist Maxi. Es könnte auch Dadosh sein. Ich glaube, es war Maxi. Ich glaube auch, dass es eher Maxi war. Ich war auf jeden Fall da. Dann ist es Dadosh und Mike. Das war nicht Dadosh. Das ist aber nicht gut von dir gewesen jetzt. Okay. Das hat ganz schön rapide Fahrt aufgenommen. wait, what? Achso. Das hat jetzt aber rapide Fahrt aufgenommen, mein lieber Herr Gesangsverein. was muss ich denn noch klicken? Das war die falsche. Wait, what?
dead? Hm. Ich glaube, einer Mensch habe ich mich abgebrochen werde, raste ich aus. Alter. Entschuldigung. Mensch, beruhigen Jay, Sie das sich. War jetzt nicht so gut von dir, ha? Huh? Ja, das war deine letzte Aussage bei mir. Diese Emotion-Leistung. Ja, also das fand ich jetzt aber auch. So, also ich habe einen Skip-Vote gemacht bei dem. Also wir können wir uns jetzt Mike der Crewmate war. Der wird auch von den Impostern rausgevotet und damit bleibt für den Kill nur noch dadurch über. Man hätte aber genauso drei Votes auf. Auf jeden Fall noch drei Votes auf mir. Ja, auf Skip. Ja, auf Skip. Nee, auf Skip. Und auf die war einer. Darüber war einer. Ja gut, aber weil vier Leute gevotet. Maxi gevotet haben und es keinen Grund gab, Maxi bei der Diskussion zu wählen. Es gab keinen Grund, ja. Dass Maxi... Naja doch, nee, natürlich. Es gab drei Leute, das nicht drei nur zwei Leute zur Auswahl. Es waren fünf Leute am Lights. Zwei davon waren verdächtig. Maxi ja, und dann meine votest du nicht ein, wenn du nicht weißt, wer es ist. Aber dann, naja, ich Dalu, weiß, wer wieso, es ist. Wieso shootest du? Vote ich ihn, natürlich, wenn ich es nicht war. Dalu, wieso shootest du gegen Dadosh jetzt nicht weil gegen ich mich? Weiß, ich hab's ja angetrieben. Weil du Madbay gemacht hast und Jay auch. Also das ist klar, dass es Dadosh ist dann. Können wir Dizzy noch kurz reden lassen? Ja, der liegt in Cafeteria. Also, direkt, wenn du unten aus der Gießkanne rauskommst, auf dem Gang hoch zum Y quasi. Ihr macht keine abgekaterte Scheiße, Dalu und Mike, nein, oder? Nein, pass auf. Du, Jay hat Madbay ohne Scheiße. Nein, jetzt pass auf. Jay stand als erstes auf Madbay drauf und ich check ja nicht gegen. Aber Mike ist, also wenn du gegencheckst, dann rennt dein Charakter automatisch drauf, wenn der andere fertig ist. Das heißt, Mike hat auf jeden Fall gegengecheckt bei Jay. So, und da das überhaupt möglich frech, ist, Mike. Weiß ich, dass beide Madbay gemacht haben, ohne selber die Aufgabe zu haben. Wenn gerade zur Auswahl... Ja, ich stand drauf, damit ich nicht gekillt werde. Ich habe mich hinter dir versteckt, dass wenn einer killt, dass du stirbst. Da Maxi schon rausgevotet wurde von vier Leuten und es für mich nicht eindeutig war, glaube ich... Ich würde aber nicht Peter töten oder da irgendein machen. Peter ist die ganze Zeit mit mir unterwegs. Also Maxi wird hundertprozentig Crewmate gewesen sein und ich glaube... Für mich... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, ich glaube... Wer hat denn Maxi gevotet? Boah, Alter, schreit doch nicht so. Okay, eine Option ist noch, dass Dalu spielt und Dalu der Zweite ist. Lasst euch einlullen, ich war auf dem Deck gerade. Alter, beruhigt euch doch mal wieder, Bruder. B2. Ich würde auch sagen, dass es Dadosh ist. Ich weiß nur leider gerade nicht, wer bei mir war. Holy shit, was ist hier oben los? Oh shit, das war vor meinen Augen. Und ich meine... Ja. Zero hat reported, what the fuck? Okay, ja, Dizzy ist auch noch hier, Deswegen frage ich gerade. Dizzy ist auch noch hier. Ich habe gerade seine Hörner noch an mir vorbeigelaufen sehen. Liegt im Elektrikraum. Okay, dann müssten Mike, Dadosh und Dalu ja eigentlich in Dikon sein, oder? Oder drüben? Also Mike ist nicht mit reingekommen, glaube ich. Ja. Ich glaube, er ist vor der Tür geblieben, Dalu und ich sind oben. Ich dachte, ich bin tot. Also ich habe gerade im Licht, also im Mini-Lichtkegel noch die Hirsch... Also solltest du wechseln, Nils, viel zu groß die Teile. Ich habe deinen Hut da gerade noch gesehen. Steht der vor dir? Oder hinter dir? Nee, er ist an mir vorbeigelaufen, glaube ich, Richtung Garten. Und wir beide stehen, glaube ich, jetzt an der Leiche Richtung Lights. Richtig? Also es liegt in Lights. Ja, ich wollte gerade in Lights rein, um das zu machen. Und ich glaube, Nils ist nicht reingelaufen. Doch, ich bin drin. Nils ist Gigasass für mich. Ich stand mit Jay ganz lange am Admin-Table. Und dann geht das Licht aus und Jay liegt tot davor. Ich glaube, dass Nils mich nicht gesehen hat und einfach dachte, oh, ein Snack. Und dann kam ich um die Ecke. Maja, ich bin da drinne. Ich bin auf der fucking Leiche drauf und wollte gerade reporten. Du bist nicht zur Leiche gelaufen. Du bist safe nicht. Alter, Kalle! Ich stehe auf der fucking Leiche drauf. Nein, Runde bist du nicht, glaube ich. Zero hat die Aussage auch nicht besser. Okay, was hast du gesehen? Also ja, nix. Ich habe nur die Leiche gesehen und auf den Kopf gedrückt. Also du safest Dadosh für den Kill, ne? Das war kein Ja, für den jetzt, aber war ja auch nur einer wieder. Also wenn ich töten würde, würde ich nicht wieder raufrennen im Dunkeln, weil ich würde ja sehen, wer da ist. Ich glaube auch, dass es Dizzy ist, weil er am Anfang sich sehr schwer getan hat mit der Schildkröten-Task. Aber mehr halt auch. Aber hatte sie dann irgendjemanden gesehen im Laufe der Runde? Also war sonst dann in der Nähe? Die gute Schildkröte. Sorry. Ihr seid so doof, ey. Aber war denn überhaupt in der Nähe?
Es kann natürlich auch sein, dass einer rübergewendet ist in den Garten, wenn das Licht aus ist, ne? Ich denke mal, dass wir Sven auch gar nicht gesehen haben. Also einer von euch, die könnte mich nicht sehen. Ich glaube, die ganze Zeit an irgendwelchen Leuten vorbei. Also Mike war kurz ich weg, ich würde aber zwar Nils voten, aber ich na glaub, klar, Dalu, los ja, geht's, Attacke! Ja, danke. Die Hörner also zu groß, komm. Das ist wieder so ein Sven-Kill. Na klar! Was ist denn ein Sven-Kill? So ein wilder Kill. Ah ja, okay. Ein wilder Kill. Ich habe keine Ahnung, wie das hier zustande kommt. Mein lieber Gesangsverein. Okay. Na gut. Aber das ist so richtig Lulli hier. Hui! Okay. Ach, verdammt. Mensch. Hallo, aber bist du gewendet, Sven, vorher? Oder? Nö, ich habe ihn vor dir umgebracht und direkt reportet. Oh, ich hatte auch so Sven-Vibes, als Dalus aussah. Aber in solchen Situationen ja, aber der Call von Kalle war für mich so eindeutig. Also ja, und Nils sagte halt gerettet. Gar nichts dagegen. Und ja, dann denke ich mir jetzt, okay, er ist mir so ein Höhe. Ich hab gelacht, aber dass ihr dadurch nicht voten wollt. Ja gut, aber lachen heißt ja nicht. Fand ich aber berechtigt. Das war absolut gar nicht. Das war eigentlich absolut, weil ich fand das auch okay so. Also normalerweise... Normalerweise, das haben wir nicht gemacht, hätten wir auf den Kill scheißen sollen und dadurch voten sollen, wegen dadurch oder Maxi. Nee, gar nicht. Also für mich war es 100%. Ja, war ich auch, weil alle meine Leute, die am Stack waren, wurden nach und nach getötet. Peter, du bist nicht gemutet. Jetzt bist du gemutet. Ah ja. Wieso bin ich braun? Das fällt mir ja jetzt gerade erst auf. Eieieiei. Ich verstehe immer ehrlich gesagt gar nicht, warum, wie diese Entschuldigung bei mir. Alarm. Jetzt schon? Hallo? Ich hab gerade erst angefangen. Rain, welche Richtung bist du gelaufen bei dem Y? Hm? Gar nicht, ich bin Locker Room gegangen. Und dann Deko, bin jetzt mitten in Deko drin. Scheiße, hat dich wer gesehen? Nee, ich denke nicht. Ah, ärgerlich. Wo liegt die Leiche? Y und O in der Mitte. Ich dachte, ich bin Ray hinterhergelaufen. Nee, wir waren alle da unten noch. Also Jay war noch Manway drauf. Die letzten waren Dadosh, ja. Dalu, Jay. Und Sven kam noch hinter mir, er hat AFK gemimt, glaube ich. Und dann nee, ich habe gewartet, bis die Schildkröte durch ist. Mal jemand versucht mit dem Vent am Anfang? Dalo stand direkt wieder auf dem Vent. Ja, ja, ich hab Sven auch nicht nirgendwo gesehen. Es gab keine Sabotage, ne? Bis dato? Das ist richtig. Nee. Korrekt. So, das heißt, es ist... Beide Killer vorne weg. Das heißt, der Kill ist super gefährlich gewesen, weil es war kein Licht, es war nichts und die Leiche liegt offen. Ja, dann war doch ich das. Das heißt, Ray, Jay, Dadosh, Sven schließe ich kurz mal aus. So, das heißt, die beiden Killer werden wahrscheinlich sogar zusammengelaufen sein. Glaube ich auch. Die Wo sind denn Maxi, sind. Kalle, Peter und Nils? Ich bin gerade also, im Reaktor drin und mach der Task. Bitte, was? Wait, wie bist denn du da hingekommen? Ich bin doch mit Maxi hochgelaufen, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, Peter und ich sind beide zu... Warte. Aber ich lauf gerade hinter dir lang, Maxi. Sollst du Lack oder was? Ich bin an James ich vorbei. Ich mach Simon Says, aber deswegen. Ja, richtig. Und ich bin in deinem Rücken und hab links neben dir den Schieberegler hochgeschoben. Okay, ich hab kurz jemanden aufblitzen sehen unten, dann warst du das. Ich dachte erst, das war Sven gewesen, aber nee. Aber Peter, den hat er gerade gesagt. Peter? Und Kalle? Nee. Also ich bin gerade mit Peter, Mike, wir sind, glaube ich, relativ früh raus aus dem Launchpad und dann ist Mike, glaube ich, hochgelaufen beim Y und ich bin runter zu den Ballons, ganz unten rechts. Und Peter ist halt, wie gesagt, mit mir hoch Reaktor gegangen, okay, er ist zwar also rechts rübergegangen. Dass Maxi und Peter hoch den Reaktor gegangen sind, das kann bestätigt werden. Das kann also die haben mich nicht. Ja gut, aber... Dizzy hat mich aber auch noch gesehen. Aber das könnte es sein, die Deko war noch geschlossen, als ich sie direkt aufmachen wollte. Also dass da vor mir welche hoch sind, das ja, könnte schon Dizzy kam gerade auch rein. Wie das gesagt. Sind Peter und Dizzy, die haben die Farben getauscht. Na klar! Ich habe nicht gewotet, wer jetzt da unten durch. Also ich hätte mich gewotet. Ich glaube, Sven ist es. Ja, ist richtig. Ja, Sven halt. Dieser Hass in dieser Gruppe.
werde die ganze Zeit gedisst. Ich glaube, ich gebe den Leuten jetzt einfach immer nur noch Scheißantworten. So richtig beschissene Scheißantworten. Weil ist ja egal, ob man die Wahrheit sagt oder nicht. Ich gebe einfach nur noch Scheißantworten. Ist hier noch einer drin? Boah, tatsächlich, wir haben ja hier alle Tasen. Das Bleed Noise. Was war das hier noch? Ja, dann kommst du doch, glaube ich, ne? Hier, los geht's. Leiche liegt unten, Dingen. Beide Leichen liegen ja, unten. Ja, genau. Da sitzt jemand im Vent. Ja, ne, die sind Reaktor rausgekommen, glaube ich. Na, der Vent oben links hat gewackelt. Das ist das Einzige, was ich noch sehe in dem Bildschirm. Und er hat gewackelt. Das, aber Dalu, Sven und ich waren oben, kommst. Ich bin Cafeteria gelaufen, um zu gucken, ob da eine Leiche liegt. Weil wer macht kommst? Ich dachte, das wollte jemand nach links schieben. Aber es war ein Doppelkill an den unteren kommst. Okay. Also ich glaube, es sind Peter und Kalle. Kalle für den ersten. Ja, Kalle, der Grund, warum ich Kalle verdächtige, ist, es war nicht so viel Zeit in der Runde und Kalle ist der Einzige, der laut Aussagen, dass Y überhaupt erst hochgelaufen ist, also in die Mitte, er ist nach Cafeteria gelaufen, aber überleg dir mal, dass die erste Task, die du machst, die ist, die am weitesten vom Spawn weg ist, indem du Cafeteria auf den Balkon gehst. Ich habe nicht gesagt, dass es meine erste Aufgabe war. Nee, ich glaube, du hast oben gekillt, bist mit dem Vent runter, kamst dann auf den Balkon raus und hast dich zum Faken an die Balkons gekillt. Also ich mache es immer so auf dieser Map, dass ich immer alles von rechts nach links mache, weil ich hasse es immer durch diesen Decon zu laufen. Ja, ich mache immer alles, was links ist, zum Schluss. Ja, ich bin aber kein Fan von der Aussage, ich mache das immer so, weil wenn du Poster bist, so. Wirst du es nicht machen. Ja gut, das ist ja. Klar, weil ich dann keine Aufgaben habe. Aber ihr könnt euch decken können für diesen Kill decken können sich Sven, Maxi und Dalu, oder was? Also ich bin der Meinung, wir waren alle oben. Drei oben, ja. Ja, okay. Und ihr sagt, jetzt war ein Doppelkill, weil rechts war kein Leiche. Das heißt, habt ihr beide Leichen gesehen oder nur eine? Ich habe beide Leichen gerade gesehen. Das darf ich auch nicht ausschließen, weil warum sollte man den Cafeteria nach einer Leiche suchen? Naja, warum denn nicht? Weil wir da alle gleich spawnen. Weil Alarm angegangen ist, bevor Kill-Cooldown abgelaufen ist. Na, ich fand's berechtigt, aber ist auch okay. Also, wie gesagt, mich zu verdächtigen ist okay, aber wenn beide Kills links gewesen sind, dann, I don't know, da ist ja kein Vent, oder? Ja, von Matt bei Rüber Cafeteria. Aber ich denke, das ist in Comms drin. Ja gut, einen Raum nach unten gehen. Die 3 Sekunden, die du zum Vent brauchst. Ja, und ich glaube, genau diese wären doch ausreichend, um mich zu sehen, oder nicht? Also, es wäre doch ziemlich riskant. Nee, wir waren halt... Außerdem würde ich niemals im Leben zu Balkonwänden sagen, ich bin Cafeteria, wenn da keiner ist. Ich wusste, dass da keiner ist. Das hat Kalle auch gemacht. Ja, irgendwer ist gerade oben links. Aber irgendwie ist nur Dalu auf mich am Shooten, aber Dalu ist halt die ganze Zeit. Ich habe noch nie Vents benutzt übrigens in dem Spiel. Wollte ich nur mal so kurz reinwerfen. Ihr Schweine. Mhm. Ich geh da jetzt nicht mehr hin. Ich gehe einfach da nicht mehr hin. Egal wo du hingehst. Tier, Stein. Pflanze! Here we go. Alle Tasks fertig. Tschüss. Easy peasy lemon squeezy. Jetzt können wir Detektivarbeit leisten. Maxi? Er ist wieder zurückgekommen.
Okay, bei mir ist es gerade ultra laggy. Also ultra laggy. Bei mir porten sich die ganze Zeit Leute über die Map. Okay, ist keiner tot. Ich dachte, Dalo wäre tot, um ehrlich zu sein. Ich war an den Sensoren und ich habe gesehen, dass von Südost Kalle und Dalo zusammen hochgegangen sind, aber nur der Kalle über den Nordsensor rübergegangen ist. Deswegen dachte ich, da liegt irgendeine Leiche. Dalo, bist du nicht Reaktor gerade hoch? Herr Dalo ist hochgegangen. Ich glaube, ich war niemals Südost. Southeast? Doch, Sensor war Südost. Bei der Cafeteria, ja, doch, da warst du. Da warst du zusammen mit Kalle, deswegen habe ich... Ich bin erst hochgegangen, habe Licht angemacht, bin dann Cafeteria gewesen, habe gecheckt, dann ging Licht aus, dann bin ich hochgegangen, habe Licht angemacht, bin wieder runtergegangen. Ja, okay, mein Bett. Ich dachte, ich wäre tot. Bin ich blind? Ja, ich bin blind einfach, okay. Bin ich jetzt noch ganz kurz, bin ich der Einzige, der gerade irgendwie Connection-Problems hatte? Ja, weil bei mir haben sich die ganze Zeit die Leute über die Map geportet. Mir geht's. Komplett. Bei mir ist alles gut. Bei mir geht's auch. Muss die Hack mal ausmachen. Ein bisschen die Wand lang geslidet, aber wenigstens richtig. Ja, der gute alte Among Us-Hack, wer kennt ihn nicht? Dizzy, hast du eigentlich vorhin Blumen gegossen? Ja, habe ich. Hast du auch vorher die Gießkanne geholt? Ja, habe ich. Bist du sicher, dass du es gemacht hast? Ja, natürlich. Ich frag nur. Ja, frag doch. Ja, ist halt schwer, ohne Gießkanne zu gießen. Da, ja, also, Sven, das musst du doch wissen in die Hände. Freunde, der Sonne ein bisschen ordentlich mittelstrahl. Den Schlauch raus. Aber der erste ist der Reaktor, dann gibt es ein Meeting und dann rennt er direkt Blumen gießen. Deswegen fehlt mir irgendwie so das Gießkanne holen. Ja, das ist sehr verdächtig. Ja, das ist richtig verdächtig. Also, vor allem die Dizzy, immer. Also jede Runde, egal was er macht. Ich weiß nicht, wie er seine Blumen gießt. Na, mit Mittelstrahl. Das Vertrauen ist da. Hallo, ist hier wieder ein schönen Kill drin? Musste das jetzt sein? Das müsste Peter gewesen sein. Wo? Warum? An Licht, Deckkill. Frech. Okay. Also da alle außer Dalo standen. Ich hab das fucking Haufen, Licht gerade angemacht. Und ich glaube, ich war der Einzige. Ist das schon wieder? Weil es hat sich nichts bewegt. Wer stand denn da? Peter. Ich weiß nicht, ich hatte Licht an. Ich, als ich war der Erste am Licht, bin an, als ich zwei Leute gesehen habe, weggegangen, hab mich da drunter gestellt. Licht ging zwar an, aber kam auch ein Kill. Also Peter, Dizzy, Dalu. Ich glaube, also ich weiß nicht, also jetzt ist natürlich eh ein gefundenes Fressen. Wenn noch einer da stand, wird das nicht sagen. Also wenn ich jetzt Peter aus Versehen verdächtige, wird der andere nicht sagen, ob er da stand, aber ich glaube, da stand keiner mehr. Dennoch da, also ich stand am Licht und ich habe Licht fucking angemacht. Dennoch sollten wir Kalle voten wegen den Kills davor. Es tut mir leid, Kalle, wenn du es nicht bist. Du bist der Einzige, der verdächtig war. Das könnte aber auch jetzt dann Dalo und Peter sein und Dalo will jetzt, dass wir Kalle rausschmeißen. Also ich. Ja, so kannst du denken, aber. Ja, Sven, wo warst du? Ich hätte eben auf den Button nicht gedrückt. Weißt, kann das wer bestätigen? Ja, ich und ich Dalo. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch mit dir sogar. Was? Hey, du bist hingegangen, aber ich weiß nicht, wo du am Ende warst. Ich stand halt neben Dalo. Okay, das heißt, ich stand direkt ihr drei wart Reaktor. Okay. Kalle, wo warst du? Hey, ich war mit dem Stack gerade. Peter und Kalle. Okay, also Peter, Kalle und die Leiche waren. Du hast mich doch auch gesehen, wie ich an dir vorbeigelaufen bin. Und ich war nicht im Stack. Ich bin weg. Ich weiß, du standst unter. Ich bin ja auch an dir vorbeigelaufen. Das heißt, Peter. In deinem Lichtkegel. Aber Peter war sehr überzeugend mit, ich habe das Licht angemacht. Ja, wahrscheinlich dachte Kalle, oh, hier stehen vier, zwei davon im Poster. Super Doppelkill-Chance. Das ist eine gute Chance, ja. Hä, hey, aber dann würde ich das doch nicht machen, wenn ich wüsste, dass da unten noch Dalu steht. Nee, aber Peter sollte mich killen vielleicht. Ja, dass Peter das Licht anmacht, ist halt. Aber da standen doch mehr Leute noch da, oder nicht? Nein. Nur wir vier. Okay. Das Ding ist für die Ersten. Das habe ich gar nicht realisiert, weil ich das Licht ja angemacht habe. Wer kommt für die Ersten Kill in Frage? Das ist doch nur Kalle, oder? Von den Leuten, die da nehmen. Außer du, Teil der Scheiße. Wer hat denn die erste Leiche reportet? Die hättest du auch sein können. Das war Dalu, der reportet hat. Ja, siehst du, Dalu schießt halt die ganze Runde schon auf mich. Ja, I don't know. Ja, gut, die beiden Imposter auf Dalu, das macht schon Sinn. Ich glaube, wir haben dann einen. Nice. Wenigstens wurde ich gerecht. Wenigstens wurde ich gerecht. Yes! Ich habe nur keine Tars mehr. Hallo, jetzt die Tars? Yes. Ist Peter der Zweite? Mann, wie oft soll ich denn noch Reaktor laufen? Brauchst du nicht mehr, bist fertig. Hast du es geschafft? Mann, ich will Steine sortieren. Das Licht ausmachen war zu früh. Ja,
Kalle wird das dann gewesen sein. Mann, Peter. Ja, Peter ist der andere. Das sehe ich anders. Wäre halt krass, wenn Dalu und Maxi das wären. Was ist denn, wenn Dalu und Dalu? Was heißt denn, das Licht ausmachen war zu früh? Du hast ja, der Kill-Cooldown ist ungefähr 25 Sekunden, Emergency ist 20 Sekunden. Du musst so nach 18 Sekunden so das Licht ausmachen, damit du die Zeit zwischen Emergency und Killen überbrücken kannst. So, wenn Licht aus ist, also wenn Licht zu früh aus ist, kann man es reparieren, bevor der Killer den Cooldown weg hat. So konnte der Imposter hatte jetzt gar keine Chance zu töten, weil Emergency schneller war. Ich hab so Dalu-Dadosh-Vibes gerade. Ja, nee. Guck mal, also ganz kurz. Für uns alle ist ja gerade klar, also Dadosh und für mich und Dadosh ist klar, dass wir gerade Peter voten. Peter hat aber auch schon gevotet. Jetzt die Frage, für wen? Na, für dich. Aber das war dir so einfach klar? Ja, weil du gerade auf mich gevotet hast. Aber das weißt du doch gar nicht. Ja gut, das war... Willst du mich verarschen? Ich hab damit gewonnen. Die letzte Runde hatte Dalu zwei Votes. Bist du auch so viel gespalten? Ja. Also, aber safe wäre jetzt Dalu rauszuschmeißen eigentlich. Weil dann hätten wir vom letzten, die sich gegenseitig da angeshootet haben, jeweils aber, einen raus. Wenn es Dalu und Dalu steckt, haben wir einen raus. Wenn es Peter ich stand nicht und, im Stack, das dann Kalle sogar bestätigt. Dizzy wären, dann wäre es also so. Ja. Leute, Kalle hat confirmed, dass ich nicht im Stack stand. Ja, wenn Kalle böse war? Und außerdem bei dem Double Kill wart ihr zu dritt oben. Das heißt, Dalu kann es nicht gewesen sein. Wenn Kalle böse war, wenn Maxi hätte ich nicht reported, dann hätte ich doch Peter gekillt. Den Double Kill kann Dalu eigentlich wirklich nicht gemacht haben. Also ich kann da keinen Kill gemacht haben. Genau, und den Double Kill kann ich nur gemacht haben, aber ich bin nicht. Ach, das ist ein Spiel, komm. Hast du jetzt Maxi gewotet? Er hat mich gewotet. Ich hab Peter gewotet. Ja, dann ist vorbei. Was? Ein Vote zu viel, Sven. Oh, Dalu und Maxi, Dalu und Sven. Gute Runde, Maxi. Ich wusste echt nicht, was ich sagen soll. Sag Dalu. Wow. Vielleicht hättet ihr ein bisschen mehr gegen Dalu shooten sollen, als gerade der Stack-Kill gewesen war. Wer auch immer den von euch gemacht hat, Kalle Peter. Ich hab den gemacht. Dalu komplett niederflamen. Das Problem ist, ich glaube, ich wäre mit diesem Mike-Kill irgendwie noch davon gekommen, aber dadurch, dass Peter mich forciert hat, den Double-Kill auf euch zu machen bei Comms unten, also ich musste halt töten, weil er hat halt, ich glaube, Dizzy getötet und dann musste ich Jay noch töten. Du hast mich getötet. Ray nicht. Der war super. Ihr seid da ungescholten durchgekommen. Es war nur ärgerlich, dass die anderen drei halt oben alle können waren. Können die Imposter mich wieder als erstes töten? Ich möchte den Fall nicht lösen. Ich habe immer das Gefühl, alle sind sauer auf mich. Nein.